Das Ding macht Alarm, wenn den jemand ärgert, ne? Wenn hier eingebrochen werden soll. Auto kriegt einen Schlag. Ne? Alarmanlage meldet sofort Besitzer, Information, App-Steuerung, alles, was heute technisch möglich ist. Wir haben 4G LTE, Echtzeitortung, Telemetriesystem. Also ihr wisst auch, wenn er in der Werkstatt ist, was mit dem Fahrzeug ist. Ja, hallo Leute. Der Twin 640 SGX Sports in der aktuellen Version 2023 mit Ducato 8. Den Wagen haben wir in allen Facetten schon in unserem großen Video gezeigt. Wir wollten nur jetzt mal kurz nochmal die Kamera draufhalten. Das ist der Sports mit dem Zeltdach, was oben aufgeklappt werden kann, und dem roten Streifen. Viele haben den schon gesehen, Ducato 8. Und wir haben ja ein ganz ausführliches Video dazu gemacht. Was kann die Pandora Wegfahrsperre? Ne? Das ist Ducato 8. Kann ja mal reingucken. In der neuesten Version. Ja, hier wird noch programmiert. Ne? So sieht er aus. Und ich wollte euch das Auto nur einmal kurz von außen zeigen. Wir haben jetzt hier die ganz aktuelle Pandora Camper V3 installiert. Wenn ich hier drücke, habt ihr gesehen, Blink, ist die Alarmanlage scharf. Schocksensor ist scharf. Wegfahrsperre ist scharf, Fenster sind überwacht, also alles, was das Alarmsystem kann. Ne? Im anhängenden Video ist die gesamte Anlage an einem 640 schon mal erklärt worden von uns. Da haben wir alles ausgearbeitet. Schaut euch das gerne mal an, wenn euch das interessiert. Das ist der 640er SGX Sports, den hatten wir noch nicht gezeigt, aber wie gesagt, der war schon öfter hier für eine Pandora. Und das Ding macht Alarm, wenn den jemand ärgert, ne? Wenn hier eingebrochen werden soll. Auto kriegt einen Schlag. Alarmanlage meldet sofort Besitzer, Information, App-Steuerung, alles, was heute technisch möglich ist. Wir haben 4G LTE, Echtzeitortung, Telemetriesystem. Also ihr wisst auch, wenn er in der Werkstatt ist, was mit dem Fahrzeug ist. Ja, und viele sind im Moment wieder unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es durch Mikrofon hört. Es regnet in Strömen. Also das Wasser läuft hier auf die Halle. Es ist draußen ganz schlechtes Wetter. Wir haben hier heute wieder zweimal Kastenwagen eingebaut. Hier steht ein ganz neuer Mercedes Sprinter CS Reisemobile Encanto 4x4 und der Twin 640 SGX Sports. Wir haben hier vorne bei dem Fahrzeug jede Seite die Aufkleber aufgenommen und wir haben für den Kunden oben noch eine Blink-LED mit installiert. Wenn das System scharf geschaltet ist, dann ist die LED an. Wenn ich hier drauf drücke, 1, 2, dann wird diese LED ausgeschaltet. Falls ihr mal irgendwo steht, wo euch die LED stört, das Alarmsystem ist vollkommen aktiv nach wie vor. Also egal, was jetzt hier passiert, wenn einer versucht, die Tür aufzubrechen, ne, irgendwie hier was einzuschlagen, hier reinzudrücken oder was, die Alarmanlage kriegt alles mit. Schaut mal unsere Videos an. Wir haben die Autos in allen Nuancen gezeigt, auch gerade wieder mal erklärt, wie die Diebe vorgehen. Das ist von euch extrem erfolgreich angenommen worden. Und einige Interessenten haben mir gesagt, das wäre ein super informatives Video gewesen. Das sollen wir weitermachen, solche Themen. Ihr lasst mal bitte ein Like sowieso für die Videos da, macht die Glocke an. Ne? Wir machen das für euch, dass ihr immer zu den neuesten Fahrzeugen hier informiert seid. Ne? Das machen wir gerne. Und das ist er, der Sports. Mal mit dem Zeltdach, Adria-typisch oben wieder. Die Kanzel, ja, das Bett, was man hochziehen kann, und eben ein Zeltdach. Die dunklen Sitze wieder mit diesem Alcantara und den abgesteppten Nähten. Also Adria hat echt eine Klasse für sich, was die Wohnmobile, was den Ausbau angeht. Und deshalb sind die so begehrt. Natürlich auch bei den Dieben. Lieferzeiten im Bereich von 1,5 bis 2 Jahren. Preise sind hochgegangen. Ich weiß nicht, um zwischen 10.000 und 15.000 Euro mehr für so ein Fahrzeug. Sichert die Autos, wirklich meine Empfehlung. Gibt so viele, die ihre Autos geklaut gekriegt haben, Teile geklaut haben, Felgen, Fahrzeuge, wo jemand gegengefahren ist, Unfallflucht, na, da sind die Teile nicht zu bekommen. Wir haben ja ein Video gehabt, wo die Seitenscheibe, aber haben wir euch gezeigt, auch mit Bildern, wo sie die Seitenscheibe hier kaputt gemacht haben, ins Auto reingegangen sind und wirklich alles geklaut haben, die Navigationseinheit und. Also lasst es nicht so weit kommen, baut euch so ein Alarmsystem von uns ein für den Adria Twin 640 SGX Sports. Im Anhang das Video zur Pandora im Detail erklärt, nebst Wegfahrsperre und. Das war Sven von Canforce. Habt eine gute Zeit und lasst in jedem Fall ein Abo hier. Viel Spaß beim nachhängenden Video. Ciao. Drei Knöpfe. Oberknopf Lock. Ich drücke da jetzt einmal kurz drauf und schaut mal auf die LED. Tick. Alarmanlage geschärft. Mit Bestätigung zurück. Schocksensor, Neigungssensor, alles scharf geschaltet.
Also wenn das Auto jetzt geärgert wird, kriegt ihr einen Schlag oder irgendwas. Meldung, Voralarm, Finger weg vom Auto, stärkerer Schlag, löst sofort den Alarm komplett aus. Ich komme zum Fahrzeug, ich entschärfe, blink, blink. Also ich kriege auch zwei Blinksequenzen hier zurück von der LED, dass die Alarmanlage entschärft ist. Entschärft, blink, blink. Schärfen, einmal blinken. Ruhemodus, wenn ihr im Auto schlafen wollt, mit angeklappten Fenstern. Hier geht es jetzt um die ganz aktuelle V3 Modelljahr 2023, das neueste, was es auf dem Markt gibt. Und jetzt entschärfen. Und was hört ihr? Die Zentralverriegelung ist offen. Aber es ist nur die vordere Zentralverriegelung aufgegangen. Wir können nämlich beim Ducato 8 jetzt selektiv steuern. Vorne offen, hinten noch nicht offen. Nochmal drücken, hintere ZV offen. Ist das nicht cool? Also wir können auch jetzt mit dieser Fernbedienung die ZV zweistufig ansteuern. Ah, der hat auch eine elektronische Zuziehhilfe. Okay, also nochmal schärfen, geschärft, alles an, ein Blinkimpuls, Schock und Neigung, entschärfen, dick, dick, Alarmanlage entschärft. Oh, vorderen Knopf festhalten, bis er einmal hier mit dem Ton kommt und die LED anfängt zu blinken. Loslassen. Alarmanlage geschärft, aber ohne Ton, wie ihr gehört habt. Ruhemodus. Wenn ihr auf dem Campingplatz oder so seid, dann gibt es keinen Ton. Pandora hat sich hier wirklich Gedanken gemacht, ne, wie man so eine Alarmanlage rund bekommt. Wir haben hier ein Bild von dem Bus jetzt drauf. Ihr könnt euch diesen Bus, diesen VW-Bus oder Kastenwagen holen oder eben dieses teilintegrierte Wohnmobil, was sonst immer eine App war. Ihr habt hier eure Echtzeitortung, die ganzen Sachen. Ne? Ja, hier klingelt es auch schon wieder, genau. Den ganzen Tag ist hier Programm. Es ist jeden Tag hier was los, bis zum geht nicht mehr. Ne? Wir versuchen alles zu beantworten, sonst nehmt gerne mal mit uns Kontakt auf. canforce.de/kontakt. Ihr könnt natürlich auch gerne anrufen. Wenn wir eine Hand frei haben, sind wir sofort für euch erreichbar. Gut, so, was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Ach so, ja, Panikalarm. Wenn ich beide Knöpfe auf dieser Fernbedienung gleichzeitig drücke, jetzt habe ich nur einen gedrückt, muss ich mal eben gucken, wie ich das mit zwei Händen hier realisiere. Also, ich nehme die Fernbedienung jetzt mal in die Hand und ich drücke jetzt mal, ihr könnt das nicht sehen, weil ich mit der einen Hand die Kamera halten muss, die kann ja leider nicht schweben, und mit der anderen Hand, ich drücke jetzt mal beide Knöpfe gleichzeitig. Alarmanlage ist scharf und hat jetzt sofort gezündet. Entschärfen und aufhören mit dem Alarm. Ihr seht, ihr könnt per Knopfdruck die Alarmanlage schärfen, beide Tasten gleichzeitig Vollalarm auslösen oder Panikalarm auslösen, wenn ihr das braucht. Das könnt ihr selbstverständlich auch über die App machen. In der App gibt es auch eine Funktion, mit der man einen Panikalarm aktivieren kann. Das ist dieses kleine Lautsprechersymbol. Die Kunden kriegen nachher von uns noch eine komplette Einweisung ins System. Wir erklären die Wegfahrsperre. Wir haben einen versteckten Taster eingebaut, dass ihr bei Bedarf, also im Notfall sozusagen, wenn euch die Fernbedienung kaputt gegangen ist, dann könnt ihr per vierstelligen Masterpin entsprechend entsperren. Und wir haben hier die neue BT780, die normale Tech-Fernbedienung. Die hat jetzt einen Pandora-Schriftzug drauf und hat hinten eine Kappe, die aufgeschraubt werden muss. Wenn ich jetzt hier unter diesem Halbmond einmal drücke, könnt ihr sehen, klick, hat es auch einmal kurz geblinkt. Fertig. Nochmal drücken. Tick, tick. Entschärft. Ich habe auch die Möglichkeit, hierüber den Home-Modus anzumachen. Vorderen Knopf festhalten, bis sie zweimal vibriert. Eins, zwei. Home-Modus ist aktiviert. Der hat auch Piep gemacht. Ja, ihr seht, das ist die Fernbedienung von der ganzen neuen Camper V3. Wenn euch das Vorgängermodell noch interessiert, mit dem kleinen OLED-Display, wir haben noch einige Einheiten im Lager, dann nehmt bitte mit uns Kontakt auf. Einige haben uns schon angerufen und gesagt, legt uns bitte noch eine zurück für den Einbau, wenn unser Fahrzeug jetzt die Tage kommt. Ansonsten gibt es dieses Modell hier, die Pandora Camper V3 mit der neuen 3-Tasten-Fernbedienung. Schärfen, entschärfen, Zentralverriegelung öffnen, festhalten, bis sie zweimal blinkt. Stimmt, das kann ich euch auch noch zeigen. Alarmanlage schärfen. Jetzt habe ich das Auto gerufen, denn die Alarmanlage war nämlich schon geschärft. Das kann ich nämlich sehen, weil hier oben die LED noch an ist. Und jetzt halte ich hier mal fest, bis sie zweimal Ton macht. Eins, zwei. Und die LED ist ausgeschaltet. Ihr seht, das Alarmsystem ist weiterhin scharf, aber die LED ist aus. Ich entschärfe das Alarmsystem. Tick, tick. Nach wie vor wird nochmal drücken, Zentralverriegelung öffnen.
Nach wie vor wird überwacht, ne? Wenn ihr eine Tür nicht richtig zumacht und ich will schärfen, dann bekomme ich mehrere von diesen Ticktönen, weil doch eine Zone geöffnet ist. Tick, 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 tick. Und ihr seht das auch an den Blinkern. Achtung, es ist noch eine Zone offen. Alarmanlage wieder entschärfen. Tür zumachen. Alarmanlage schärfen. Alarmanlage geschärft. Und nach 10 Sekunden haben sich die Sensoren komplett eingemessen. Fenstersensoren, Schocksensoren. Wir haben auch eine Wegfahrsperre natürlich wieder drin. Wir haben eine Funkakkusirene eingebaut. Also alles, alles, was wir schon so oft gezeigt haben. Ne? Schaut euch gerne nochmal in den anderen Videos an, was die Alarmanlagen können. Das sind die besten, die am Markt sind mit 4G LTE. Ne? Schock und Neigung, dass keiner ins Auto kommt. Wir haben keine geklauten Autos mehr. Wer jemals ein Problem hatte und Kunden, die sich anschließend, sage ich mal, nach geklautem Fahrzeug oder so bei uns so ein System hier haben einbauen lassen, die haben absolut ihre Ruhe. Das sind die Systeme wirklich derzeit. Das ist die neueste Version 2023, jetzt mit der neuen Fernbedienung. 5311 V3 heißt das System von Pandora. Technisch für den Verkauf heißt das System Pandora Camper. Ihr könnt das für kleinere Fahrzeuge wie T6 mit den Schiebefenstern bekommen. Mit 2 Sensoren als kleinstes Paket oder mit 4 Sensoren geht natürlich auch. Jetzt schlage ich hier einmal gegen, dann hört ihr nochmal, wie das Ding voll auslöst. Alarmanlage hat voll ausgelöst. Die kleine Fernbedienung meldet sich auch. Die fängt nämlich hektisch an zu blinken hier und zeigt mir an, dass wir einen Vollalarm aufs Fahrzeug haben. Blink, 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 blink. So, ich breche das jetzt wieder ab. Boah, ist das laut. Genau. Wow. So, dann zeige ich euch noch einmal kurz den Innenraum im Home-Modus. Tür auf. Ach ja, seht ihr. Zweistufige Zentralverriegelungsentriegelung hinten offen. Kommt immer die Frage, ja, warum macht ihr das denn mit der zweistufigen? Ist ganz einfach. Denn wenn ihr im Fahrzeug seid und, sag ich mal, seid im Bett hinten und wollt nur ein Fenster hier abends zum Lüften aufmachen, dann müssen wir nicht das ganze Fahrzeug freischalten, sondern nur die Alarmanlage entschärfen und hinter euch wieder einen Home-Modus anmachen. Dann zeige ich euch jetzt bei dem Fahrzeug noch mal kurz den Innenraum. Wir haben auch noch einen Triggersensor hier eingebaut, also einen Triggersalarm. Der sitzt hier unten in der Ecke. Der detektiert Butan, Popan und K.O.-Gas. Ich drücke hier einmal drauf und schalte ihn ein. Der blinkt sich am Anfang ein. Und wenn er die Temperatur für seine Sonde erreicht hat, damit er einmessen kann, dann ist er hat ein Dauerlicht. Und ich kann dieses Licht auch abdimmen, wenn ich das möchte, indem ich hier einmal kurz drauf drücke. Und ihr seht, dann blinkt er nämlich nur noch ganz schwach. Soll uns mal jetzt nicht stören. Den machen wir mal im Hintergrund an. Jetzt gehen wir ins Auto rein. Ich ziehe jetzt mal die Tür hier zu. Ach so, ja, der hat ja noch die zweite Sperre hier, genau, dass man sich nicht klemmt. So, und die Tür schließt entsprechend. So, ihr seht, der ist scharf und passt jetzt auf Butan, Popan, K.O.-Gas auf. An den ganzen Fenstern sind unsere Sensoren verbaut. Na, das ist Sensor 2. Und sollte mit der Batterie am Sensor 2 was sein, dann könnt ihr ganz einfach eine Meldung vom System bekommen. Und das System sagt euch dann, bitte Batterie, Sensor 2, Sensor 6, Sensor 8 wechseln. Absolut easy. Schick eingerichtet hier. Ja, das ist Adria. Hier ist auch noch eine Halterung. Und ein kleines Einzelmännchen für Schnickschnack. So, wir sind jetzt im Auto. Und ich werde hier, ach ja, unser Lieblingsthema wieder. Ne, hat der Kunde mir auch erzählt. Ich habe mir noch eine Lenkrad- und eine Radkralle gekauft. Ja, das haben wir in den anderen Videos auch schon gezeigt. Das könnt ihr euch komplett klemmen. Hier vorne hängt ein Lenkrad bei uns an der Wand. Und an dem Lenkrad, da haben sie schon eine Kralle komplett rausgeschnitten. Also das könnt ihr euch absolut mal klemmen. Ne? Lasst euch eine Pandora einbauen mit Wegfahrsperre. Wie gesagt, schaut mal in den anderen Videos. Ich kann das Auto nicht starten, wenn die Alarmanlage scharf ist und solche Geschichten. Ja, nebenan wird noch getestet. Ne? Da wird die Po gerade eingebaut. Ich will jetzt im Auto schlafen. So, ich mache mir jetzt meine Fenster hier auf. So wie ich das haben möchte, klappt die ein bisschen an. So, stell die so ein und sag, liebes Fahrzeug oder liebe Alarmanlage, pass jetzt auf mich auf. Oberen Knopf festhalten, bis die LED einmal blinkt und es einen so einen kleinen Ton gibt. Loslassen. Das war's. Blinker haben einmal quittiert, es gab keinen Ton. Wir sind ja im Home-Modus. Ich kann mich jetzt hier im Auto bewegen. Ne? Ich kann hier laufen. Es passiert nichts. Es ist überhaupt nichts, was uns stören könnte, jetzt hier drin gemütlich zu sitzen, Fernsehen zu gucken, zu schlafen, zu lesen. Sollte aber nachts jemand jetzt an diesem Fenster, leg die Fernbedienung hier mal hin, versuchen, dieses Fenster zu öffnen, indem er das hochzieht, aufbricht, wegknallt, irgendwas, löst die Alarmanlage sofort aus. Seht ihr? Innenraum, hier ist richtig die Hölle los. Der Anruf kommt, die Mitteilung läuft jetzt aufs Handy auf, Push-Mitteilung und, und. So, ich quittiere das wieder, Alarmanlage aus. Jetzt kommen die Meldungen rein auf dem Handy. Ne? Also ihr könnt alles nachgucken, wir haben ja eine Handy-App.
Nochmal, schaut mal in die anderen Videos rein. Wir haben das System in alle Nuancen gezeigt. Es gibt ein Adria-Video von Ducato 8, wo wir sämtliche Details wie Wegfahrsperre und gezeigt haben. So, Fenster wieder zu. Ja, so, machen wir das Fenster zu. Klick, klick, klick. Und dann gehen wir wieder raus. Und so, jetzt gibt es auch keinen Alarm. Ne, Alarmanlage war ja aus. Gleiches Spiel natürlich auch hier, wenn ihr die Schiebetür nicht richtig zumacht und ich will schärfen. Tick, 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 tick. Ne, die Alarmanlage meckert und sagt, Achtung, die Tür ist nicht richtig zu. So, ich entschärfe das wieder. Ich mache die Tür jetzt richtig zu. So, Motor zieht zu. Und jetzt drücke ich hier einmal drauf und es gibt nur einen Ton. Klick, Alarmanlage scharf. Und das Telefon klingelt schon wieder, genau. Ja, das ist er. Twin 600 SPB Supreme. Ganz aktuelles Modell. Campo Volo Grau. Sehr schicke Farbe. Mit Silber beklebt, mit so einem Grausilber beklebt. Und vollgesichert von uns mit der Pandora Camper V3. Mit dem aktuellsten System, was Pandora hat. Wenn euch sowas interessiert, mit den beiden großen Fernbedienungen hier, Tastenfernbedienung und dem kleinen Tag, dann nehmt Kontakt mit uns auf. Pandora Camper, aktuelle Version V3. Das sind die besten Alarmanlagen, die es auf dem Markt gibt. Könnt ihr uns beim Wort nehmen. Keine geklauten Autos mehr, endlich Ruhe. Ich habe heute Morgen mit einem Kunden telefoniert. Seine SIM-Karte läuft jetzt aus. Er sagt, könnt ihr die bitte verlängern? Ich frage, na, wie was? Wie läuft die Anlage? Sagt er, sowas Entspanntes. Egal, was Sie machen, ob Sie beim Auto sind, weg vom Auto sind, Handyzugriff, wenn irgendwas ist. Absolut easy. Die Kunden wissen, wie sie was einstellen, wie sie das Protokoll lesen. Er sagt, das war die beste Anschaffung fürs Auto. Seitdem, wortwörtlich, können Sie beruhigt schlafen. Ja. Kanal-Abo dalassen, Fragen, canforce.de/Kontakt oder ihr ruft mal an 04103 70 19 840. 04103 70 19 840. Das war Sven von Canforce. Ich blende jetzt aus.